Ich darf jetzt den Steven ankündigen. Hallo Steven. Er hat eine Rede vorbereitet, deren ersten Teil er jetzt halten möchte. Es geht über Menschenrechte. Ich halte noch meine Hand, aber der Steven, der scheint Profi zu sein. Okay, dann darf ich noch mitwackeln. Gut, Steven, das Mikrofon ist. So, hallo erstmal. Ob das mit der Viertelstunde, vielleicht brauche ich 20 Minuten, aber dann hätte ich alles auf einen Schlag weg. Ich denke, die Information ist sehr wichtig, denn wie wir jedes Mal hier montags hören, haben wir sehr, sehr viele Probleme und wir verstehen nicht, wie manche Probleme sich gestalten, warum das passiert oder warum einiges nicht passiert. Und das hat einen ganz wichtigen Hintergrund und den möchte ich euch heute mal erzählen. Ich habe mir überlegt, ich lese es jetzt einfach durch, denn ich habe hier nur 15 Minuten. 5 Minuten klaue ich mir, also 20 Minuten. Einen Augenblick. Ja, ich wollte euch gerade darauf hinweisen, dass wir ein Stück Regenbogen da über dem Regendach haben. Kleines Stück für uns. Okay. Also die Bühne ist sehr klein. Die erinnert mich an das Fest in der Günter-Glotz-Anlage. Die hat nämlich auch mal so angefangen. Und was später daraus geworden ist, ich hoffe, wir können das ein bisschen nachmachen, zumindest vielleicht ein Drittel der Größe hier vergrößern, was die Günter-Glotz-Anlage das Fest angeht. Ich möchte mich jetzt mal zuerst mal kurz vorstellen. Also ich bin der Steven von Karlsruhe. Warum von Karlsruhe? Aber ihr kennt es, Jesus von Nazareth. Oder hatte er einen anderen Nachnamen? Ich kenne ihn nicht. Adam und Eva, wie hießen die? Ich habe keine Ahnung. Queen Elisabeth, Karl der Große, Papst Johannes Paul, 1, 2, 3, 4 und wie auch immer. Kennt jemand die Nachnamen? Ich kenne ihn nicht. Ich studiere seit 3 Jahren auf der Akademie für Menschenrechte über das Amt für Menschenrechte. Mitbegründer des Gerichtshofs der Menschen seit 2013. Das ist ein globaler Weltgerichtshof, den wir eröffnet haben, wegen all dieser Probleme. Und da es keine Gerichte und keine Gerichtshöfe mehr gibt, die nach Treu und Glauben ihre Arbeit tun. Es sind nämlich alles Unternehmen in der Zwischenzeit gelistet. Ich bin Angehöriger des Bundes der geistig lebendigen Menschen über internationales Menschenrecht, also Zentrum der Menschenrechte und Zentralrat der europäischen Bürger. Angehöriger der moralischen Gemeinde Karlsruhe auf Erden, Gründung 16.12.2013. Ihr habt richtig gehört, 2013. Verstehen jetzt viele nicht, aber da möchte ich ein anderes Mal, wenn es euch interessiert, darauf kommen. Aufgewacht aus dem künstlichen Koma bin ich, der von Geburt an falschen Wissenslehre und der falschen Informationen vor 3 Jahren. Heute Menschenrechtsverteidiger und Kommissar für Menschenrecht, öffentlich-rechtlich beglaubigt durch Urkunde. Eingetragen in der Nationalbibliothek Washington, Leipzig und Frankfurt. Und wenn ihr es nicht glaubt, ihr braucht mir nichts glauben, geht hin und lest selber. Aber dennoch bin ich der, der ich bin. Ein Mensch wie ihr aus Fleisch und Blut. Ich bin weder rechts noch links. Kein Politiker, sondern einfach ein Mensch, der etwas zu sagen hat, weil es ihm sehr wichtig ist und deshalb heute hier vor euch spricht, weil es uns alle betrifft. Nach dem Erwachen war mir sofort klar, dass ich eine Aufgabe zu erfüllen hatte, nämlich all die Lügen mit der Wahrheit zu bekämpfen, um an meinen Rechten, die ich mit meiner Geburt in mir trage, festzuhalten, damit ich offen, ehrlich und respektvoll den inneren Frieden nach außen tragen kann, um so die Möglichkeit des Weltfriedens, nach dem wir uns sehnen, unter den Völkern zu erreichen. Aber die Frage, die sich mir stellt, haben die Völker untereinander eigentlich Probleme? Ich bin mir sicher, dass es nur die Machthaber sind, die sich um Gebiete, Ressourcen und andere Dinge streiten. Sie behaupten, sie tun das im Namen ihres Volkes, aber wenn man das Volk fragt, will es keine Kriege, kein Elend, kein vergiftetes Wasser oder vergiftetes Lebensmittel und so weiter. Die
Völker wollen Frieden, gesunde Nahrung, ein Dach über dem Kopf, sich frei entfalten, Wissen aneignen, das uns fortschreiten lässt für unsere und unseren Kindern, nachkommenden Generationen, was die Zukunft angeht. Ohne dieses Recht haben wir keine Möglichkeit, uns frei zu entwickeln in der Gestaltung des Menschseins. Seit vielen Jahren sorgen andere für die Entwicklung der Menschen in ihrem Interesse, zu ihren Gunsten. Wir alle sind aufgefordert. Nein, wir sind verpflichtet, etwas dagegen zu tun. Der Weg des Friedens ist nicht der Weg. Der Friede ist der Weg. Frieden kann ich erst abschließen, wenn ich die Situation erkannt habe, um meinen Hass und Aggression in mir zu beseitigen. Diesen Hass und diese Aggressionen kommen nur daher, weil ich im falschen Glauben bin und das Falsche oder gar kein Wissen besitze. Schuld an dem ganzen Übel habe ich nicht, denn hätte man es zugelassen, dass ich das richtige Wissen habe, wäre es zu vielen Situationen nicht gekommen. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, mich anders zu entscheiden. Wissen ist Macht. Mein Glaube daran war nicht stark genug. Doch heute weiß ich es besser, denn ich habe es aus praktisch erlebt und erfahren dürfen. Heute will ich ein bisschen Wissen mit euch teilen und euch damit sagen, dass ihr ohne Wissen eure Rechte nicht durchsetzen könnt, auch nicht den ersehnten Weltfrieden. Wir Menschen haben die Fähigkeit, miteinander zu kommunizieren, Worte zu wechseln und sie auch durch die Schrift heute, meist auf Papier oder am PC, niederzuschreiben. Man einigte sich auf eine gewisse Rechtschreibung, die seit langer Zeit ständig geändert wird, damit wir nicht mehr verstehen, was die Worte bedeuten und somit keiner mehr sein Recht durch die Schrift wahrnehmen kann, um an seinem Recht festzuhalten. Das Recht, das uns zusteht, seit dem Tage unserer Geburt. Der Tag der Geburt, der Tag der Registrierung, weil wir ab jetzt zu einem willkommenen Verbraucher oder Kunde genannt, bis zu unserem Tode auch darüber hinaus geworden sind. Deutsch war einst eine sehr genaue, präzise Sprache, die in zum Beispiel Bauplänen umgesetzt werden konnten, um eine Maschine zu bauen, die funktionierte. Viele unserer Patente wurden nach Kriegsende gestohlen. Nachzulesen, zum Beispiel Ralf-Uwe Hill, Deutschlandprotokoll. Ohne uns Deutsche würde heute nicht ein Hubschrauber die Fähigkeit haben, tatsächlich zu fliegen. Deutschland war wirtschaftlich immer vorne gelegen und damit hatten einige Lobbyisten solch ein großes Problem, dass sie sich viele Dinge einfallen haben lassen, um dem Ganzen etwas entgegenzusetzen. Wer glaubt, dass man nur mit Bomben und Gewehre für eine absolute Kontrolle der Menschen sorgen kann, der irrt sich gewaltig. Es fängt bereits mit den Worten, die festgeschrieben werden, an und endet mit Unverständnis der Bedeutung der Wörter. Wir Menschen verstehen unsere Worte nicht mehr, deshalb muss eine Bildzeitung her. Gib mir dein Vertrauen, vertrauen Sie uns? Nein. Ich würde Ihnen, euch doch gerne vertrauen. Trauen. Wir müssen Sie jetzt verhören. Oje, und ich dachte, Sie wollten mich anhören. Wenn Sie sich verhören wollen, sind Sie bei mir falsch. Schönen Tag noch. Seine Stimme abgeben. Wahlzettel in die Wahlurne schmeißen. Vollmacht abgeben. Somit bin ich rechtlos und ausgeliefert. Das Wort wohnhaft, einst Hauptwohnsitz, Wohnsitz. Ja, wir sind für die Handlanger in Haft juristisch gesehen und in der Praxis, wenn auch nicht gleich sichtbar. Das Wort Nachrichten, es wird etwas nachgerichtet, zurechtgeschnitten. Und das sehen wir am Beispiel Mädchen und Ukraine. Das war das, was sie uns erzählen. Stimmt nicht mit der Realität überein, Mind Control. Wen interessiert die Nachricht von gestern? Es wäre doch schöner und interessanter zu wissen, was sich heute und jetzt in der Welt abspielt.
technologisch heute kein Problem, was die Umsetzung angeht. Heute möchte ich so einfach wie möglich etwas ganz Wichtiges für jeden anwesenden Menschen hier zum Verständnis mit nach Hause geben, damit er erkennt, wie unsere derzeitige Lage aussieht, warum es nicht einfach ist, den Weltfrieden, den wir uns wünschen, zu erreichen. Nur durch unsere Anwesenheit, wenn auch in Massen, wird daran nichts ändern, da, wie ich schon erwähnte, alles juristisch geregelt ist. Und wer seine Rechte nicht kennt, hat auch keine Rechte. Man kennt seine Rechte nicht mehr und benötigt deshalb wegen Unwissenheit einen Rechtsanwalt, der sich damit auskennen und deine Rechte verteidigen sollte, aber weit gefehlt. Coca-Cola und Pepsi-Cola. Das gleiche wie ein Mensch und das andere ist die Person. Alles auf der Erde ist juristisch geregelt, erfasst worden durch Regeln, Ordnungen, AGBs sowie Gesetze. Was ein Mensch ist und eine Person ist ebenfalls festgeschrieben. Verschiedene Rechtsebenen, Rechtsformen und Normen führen und schränken uns im alltäglichen Leben so ein, wie es von den Lobbyisten gewollt ist, um ihre Macht freien Lauf zu lassen. Um das mal kurz zu erwähnen, an oberster Stelle finden wir das Naturrecht, gefolgt vom Völkerrecht, Kriegsrecht, Besatzungsrecht, Recht der Besetzten, Grundgesetz, Reichsgesetz, Bundes-, Landesrecht. Die Jurisdiktion ist sehr umfangreich, deshalb werde ich mich zum Verständnis auf das Geringste beschränken. Naturrecht, Menschenrecht, Vertragsunrecht. Naturrecht, der Mensch. Es gibt auch eine Tabelle, so wie ich es jetzt eben vorgelesen habe, von den Rechtsebenen, wo der Mensch und das Tier dargestellt wird, wo sie stehen. Und an oberster Stelle steht der geistig lebendige Mensch, dann das lebende Tier, die lebende Pflanze und dann kommen die toten Gegenstände. Mensch, Körper, Geist, Seele. Der Mensch trägt mit Vollendung der Geburt alle seine Rechte in sich, wenn es nicht juristisch anders geregelt wäre. Das Vertragsrecht. Wir unterscheiden zwischen Mensch, Person und einer juristischen Person. Ja? Eine juristische Person, das könnt ihr selbst nachschlagen, ist eine tote Sache, ein Gegenstand. Und das sind wir für die Lobbyisten. Ein totgemalter Mensch, eine Fiktion im alten BGB zu finden, § 13 bis 20, festgeschrieben, heute im jetzigen BGB entfernt, nicht aufgehoben. Es wurde einfach entfernt. Eine Fiktion ist eine Person. Eine Person ist eine Fiktion. Und ich lese, eine Fiktion, eine Personifikation, Erdichtung von Gestalten, Formen, sich ausdenken, bezeichnet die Schaffung einer eigenen Welt durch Literatur, Film, Malerei oder anderen Formen der Darstellung sowie den Umgang mit einer solchen Welt. Bei der Fiktion handelt es sich um eine bedeutende Kulturtechnik, die in weiten Teilen der Kunst zum Einsatz kommt. Wir werden unmündig durch die Personifizierung gehalten und täuscht uns durch juristische List im Rechtsverkehr. Der Mensch bekommt die Person angedichtet, angehängt, als Herr seines Vermögens. Jetzt komme ich nochmal zurück, der Papst, die Queen und so weiter, sie haben keinen Nachnamen. Ja? Also der Nachname, Familienname, den ihr alle habt, der wurde umgewandelt aus dem Vermögen. Ja? Hier geht es nur um euer Vermögen, das hat mit der Familie nichts zu tun und der Ursprung kommt von früher her. Ganz früher hat einmal einer Brötchen gebacken und irgendwann entstand ein Vermögen und man musste das Vermögen irgendwo unterbringen. Und dann hat man einfach gesagt, okay, du bist jetzt mal der Bäcker. Und so entstanden Namen, der Familiennamen heute noch. Jeder einzelne von uns scheint also nicht allein zu sein. Sozusagen zwei in einem. Der Scheinmensch in Person. Das Pseudonym ist ein fingierter Name eines Urheber von Bägen zur Verschleierung der Identität, der anstelle des wirklichen bürgerlichen Namens
Realname verwendet wird. Von Künstlernamen, auch Bühnennamen, wie zum Beispiel von Schauspielern, Musikern oder Artisten eingesetzt werden, spricht man eher dann, wenn auch die reale Person des Urhebers selbst Teil der künstlerischen Darbietung ist. Der Realname oder Klarname ist der wirkliche Name, der Vorname, Steven. Das Gegenstück zum wirklichen Namen ist das Pseudonym, was ich eben vorgelesen habe. Paragraph BGB 1, Beginn der Rechtsfähigkeit. Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. Ist es jemand langweilig? Nein. Sehr schön. Um das mal kurz zum Verständnis zu bringen. Es gibt also ein paar kranke Gehirne, das sage ich jetzt ganz klar, die sich irgendwann haben einfallen lassen, euch juristisch gesehen für tot zu erklären. Und bis zum heutigen Tage seid ihr juristisch für tot erklärt. Und wenn ihr für tot erklärt seid, dann regelt sich einiges. Auch wenn ihr wählen geht und diesen Zettel in eine Wahlurne schmeißt, ihr habt gar nicht das Recht zu wählen, weil ihr juristisch gesehen tot seid. Und das ist kein Scherz, das ist Realität. Und deswegen ist es auch sehr schwierig, hier etwas zu ändern. Das heißt, wir werden hier unmündig gehalten. Und aus dieser Unmündigkeit kann nur jeder selbst herauskommen. Ich kann nicht den Messias spielen und andere können das auch nicht. Ihr könnt euch selbst aus dieser Unmündigkeit rausholen, indem ihr euch um eure Rechte kümmert. Nämlich die Menschenrechte, die euch zustehen. Und was glaubt ihr, wie viele Rechte ihr habt? Ihr habt mehr Rechte, die Gesetzbücher bestehen. Ihr habt alle Rechte dieser Welt, solange ihr niemand anderem Schaden zufügt. So, ich bin auch gleich fertig, aber das ist jetzt ein Teil. Dieses Wissen, und das ist kein Witz, haben vielleicht 2% der Menschheit, was ich euch jetzt sagen werde. Und es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr das Verständnis bekommt, was hier gerade abläuft oder was seit vielen Jahren schon abläuft. Und warum durch diese Sache ihr nichts ändern könnt, wenn ihr euch nicht um euch selbst kümmert erstmal. Mensch, Person, juristische Person, der Strohmann. Ihr seid die Menschen, die sich selbst befreien können. Wenn ihr nicht versteht, was in unserem gegenwärtigen System passiert, dann werdet ihr weiterhin die profitable Spielpuppen bleiben, die von ihnen gesteuert wird. Es geht einzig und allein um die Spielpuppe, den sogenannten Strohmann, euer Nachname. Und wenn ihr nicht wisst, wie man diesen Strohmann benutzt, dann wird er an euch und euren Kindern für ewig benutzt werden. Denn wir sind alle potenzielle Gefangene. Wir verstehen nicht, wie das Geschäft der Geschäfte Einfluss auf uns hat, auf unseren menschlichen Körper. Und warum nicht? Weil wir zu ignorant und vor allem zu leichtgläubig sind. Selbst Napoleon hatte damals schon gesagt, es gibt kein leichtgläubigeres Volk wie die Deutschen. Da kann die Lüge noch so groß sein, die Deutschen glauben sie. Die meisten Informationen, die ich euch heute präsentieren werde, wie gesagt, werden von weniger als 1% der Menschen auf der Welt voll verstanden. Sie wissen nicht, wie tief der Kaninchenbau wirklich ist. Das oberste Gesetz ist das natürliche Gesetz. Als Kinder von Gott stehen wir alle unter dem natürlichen Gesetz. Im Laufe der Zeit ist etwas passiert, das uns vom natürlichen Recht entfernt hat und unter künstliches Recht gestellt hat. Und dieser Prozess hat während unserer Geburt stattgefunden. Unsere künstliche Firmenidentität, der Nachname, wurde bei der Geburt hergestellt durch die Geburtsurkunde. Eure Mutter war der Informant und hat euch mit der Beantragung der Geburtsurkunde an den Staat übergeben. Das ist damit bewiesen, dass der Name in Großbuchstaben geschrieben ist. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Geburtsurkunde nach Washington D.C. geschickt und ein Bond darauf gelegt. Dieser Bond entspricht eine Menge Geld. Auch mit der Social Security Nummer, Rentenversicherung oder Sozialversicherungsnummer gelangt ihr in einen Trust. Auf der Rückseite haben sie 9 Nummern, wovon die erste ein Buchstabe ist, A bis L. Die repräsentieren, welche Federal Reserve Bank eure Geburtsurkunde hat. Dann kommen 8 Zahlen, die für den Priority Exemption Account stehen.
das sogenannte Konto. Prinzipiell wird dieser BA, also das Konto, von allen möglichen Firmen benutzt und als zurückgelassen, verlassenes Eigentum betrachtet. Ebenso intellektuelles Eigentum. Und warum? Weil ihr keinen Einspruch darauf erhoben habt. Ihr konntet keinen Anspruch erheben, weil ihr nichts davon wusstet. Im Prinzip nutzen alle Firmen, auch ihr Arbeitgeber, diese Kontonummer. So ist der ganze Betrug aufgebaut. Ihr müsst verstehen, dass es auf der einen Seite eine Person aus Fleisch und Blut gibt und auf der anderen Seite diesen Strohmann. Alles, was sie im Handel oder im Geschäftsleben behaupten oder treiben, hat nichts mit der Person aus Fleisch und Blut zu tun, sondern nur mit dem Strohmann. Aber ich denke, das ist eine sehr wichtige Information und wenn ihr die verstanden habt, dann versteht ihr vielleicht auch, warum das mit der Problematik hier nicht so einfach ist auf dieser Welt. Jedes kommerzielle Dokument wie Führerschein, Gehaltscheck, Geburtsurkunde, Kreditkarte und so weiter bezieht sich auf diese künstliche Firmeneinheit, den Strohmann. Der Staat hat darüber so lange die volle Kontrolle, bis ihr die kommerzielle Kontrolle darüber wieder selbst übernimmt. Es hat nichts mit Rasse oder Hautfarbe zu tun. Es betrifft einfach jeden. Mit Hilfe des Gefängnissystems betrachtet man uns als die dauerhafte Unterklasse. Sie benutzen unsere Bonds regelmäßig. Die United States sind kein Land, sondern eine Firma und wir müssen verstehen, wie sich die Sachen wirklich verhalten. Die USA sind eine Federal Corporation, nachzulesen unter Titel 28 USC, Sektion 325, Chapter 176 und so weiter. Es folgt eine Reihe von Gesetzen und Beweisen, dass die USA eine Firma ist, wann sie gegründet wurden und so weiter. Regierung und Banken nennen uns Personen, meinen aber damit den Strohmann, der wir zu sein scheinen, in Großbuchstaben geschrieben, also eine Firma, über die sie die Kontrolle haben, über den Vertrag, die Geburtsurkunde. Und darüber üben sie ihre Gewalt auf den Menschen aus Fleisch und Blut aus. Okay, also noch ein Abschnitt. Es folgt die Beschreibung des Schecks. Im Amiland werden alle Rechnungen mit Schecks von der Bank bezahlt. Da steht mein Name und meine Adresse drauf. Ich setze den Betrag ein, unterschreibe und schicke den Scheck an den Aussteller der Rechnung. Der gibt ihn zur Bank, bekommt den Betrag gutgeschrieben und die Bank schickt mir die von mir ausgestellten Schecks einmal im Monat zurück. Das ist dann meine Quittung. Es wären noch 5 Minuten. Ich möchte ganz kurz sagen, dass wir mit Steven abgemacht haben, dass er seinen Vortrag einfach in einzelne Teile aufteilt. Es ist sehr, sehr viel Information. Steven, wie können die Anwesenden dich und dein Wissen erreichen? Okay, wer was zu schreiben hat, kann ja mitschreiben. Ich erwähne mal kurz meine E-Mail-Adresse. Und zwar Steven, S-T-E-V-E-N, Punkt, ich buchstabiere, Siegfried, Theodor, Otto, Emil, zweimal Friedrich, Ludwig, Emil, Richard, @menschenrecht-amt.de. Dort könnt ihr mich erreichen, im Internet auch unter Deutsches Amt für Menschenrechte oder Amt für Menschenrechte. Über dieses Amt bin ich immer erreichbar. Und wer Fragen hat, kann mich gerne anschreiben oder telefonieren oder ansprechen. Ich bin noch eine Weile hier. Es sind natürlich sehr, sehr viele Informationen. Es wären noch 5 Minuten gewesen, aber gut, vielleicht kann ich da das nächste Mal nochmal einhaken. Ganz kurz, ich musste mal das Mikrofon nochmal klauen. Ich wollte mich nur verabschieden, mich bedanken, dass ihr so Interesse habt. Aber wie gesagt, ich werde versuchen, das nächste Mal dieses Kapitel, was jetzt kommt, wo die 5 Minuten noch fehlen, noch einmal vorzutragen. Denn das ist der Punkt, warum wir aus dieser Situation nicht rauskommen. Jeder kann sich nur selbst helfen. Auch wenn wir große Massen sind, es muss jeder selbst aus der Situation raus und wir haben die Lösung. Dankeschön. War, dass wenn du nächstes Mal hier nochmal vorträgst, dass du einfach den Inhalt, den du jetzt gerade uns mitgeteilt hast, nochmal wiederholst, einfach nochmal ansprichst, weil das muss man ja
einfach auch alles mal mitkriegen, verdauen und sich dann wirklich auch klar werden, in welcher Situation sich jeder einzelne Mensch befindet. Also nichts mit runterholen, sondern einfach aufteilen, weil wir halt einen Plan haben, also, oder versuchen, den anderen halt auch noch mit gerecht zu werden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und ich würde sogar vorschlagen, dass wir auf der Facebook-Seite den Kontakt zu dir einstellen. Dann könnt ihr es auf der Facebook-Seite dann euch runterholen und den Kontakt zu dir direkt. Da muss ich ganz kurz was dazu sagen. Facebook, ihr werdet mich zwar im Facebook finden, aber ich bin so gut wie nie da drin und das hat einen ganz bestimmten Grund. Ja, ich denke, ihr könnt euch denken, schreibt mich bitte über E-Mail an oder telefoniert. Ich bin noch eine Weile hier, wenn meine Adresse haben will oder sonst was, einfach zu mir kommen. Dankeschön. Ja, das Wissen über die Informationsschienen ist uns auch bekannt, aber die Frage ist immer, inwieweit wagen wir uns vor, dass wir uns vernetzen können und inwieweit halten wir uns zurück. Also Steven steht da. Gut, dann möchte ich nochmal Afif mit einem Gedicht nach oben bitten und dann das offene Mikrofon, Free Micro, eröffnen. So, Afif, wie heißt der Titel des nächsten Gedichtes? Glaube an dich, glaube an dich selbst. Ja, das passt ja wunderbar. Glaube an dich selbst. An deine Idee sollst du zuerst glauben. Für diese Pflanze bist du das Licht und die Nahrung. Hege und pflege sie.